Moin, liebe Kinder, ich bin's, eure Vorlesepatin Antje aus der Stadtbibliothek Rostock. Heute möchte ich euch aus diesem Buch hier vorlesen: Wunderbare Zeiten. Das ist ein Märchenbuch. Und die Geschichte heißt Der Wegweiser, der auf Wanderschaft gehen wollte. Die drei Straßen trafen am weißen Brunnen zusammen, dessen Wasser in die bemoosten Steintröge plätscherte. Von weit her kam die längste Straße. Sie war schwarz und asphaltiert und glänzte, wenn es sommers geregnet hatte, wie ein Spiegel. Die Schatten der vorbeiziehenden Vögel und der Wolken huschten über sie, und die sie säumenden Pappeln und Espen hatten ihre Kronen miteinander verflochten. Die zweite war mit weißen Steinen gepflastert und kam von den Dörfern. Kleine Funken stoben auf, wenn die Pferde mit ihren Hufen über sie hinwegtrappelten. An ihren Grabenrändern wuchsen Bäumchen, deren Laub mit grauem Staub bedeckt war. Der dritte Weg verlor sich in den Feldern. Er war mit Gras bewachsen. Reife Ähren, Korn und Mohnblumen wiegten sich neben den dunklen Wagenspuren. Die Zweige der Brombeersträucher waren von den Rädern der Karren geknickt. Diesen Weg nahmen die Leute, wenn sie die Ernte einbrachten. Sie machten am Brunnen Halt, um ihre Wasserkrüge zu füllen und das Vieh zu tränken. In die schattigen Tröge taten sie große Wassermelonen. Neben dem Brunnen stand ein Wegweiser, still und stumm, auf einem Bein. Seine beiden Hände wiesen zur weißen, steingepflasterten Straße und zur dunklen Asphaltstraße. Die Hand, die zur großen Straße wies, war länger. Dem Weg, der zu den Feldern führte, hatte er den Rücken zugewandt, aber die Einheimischen kannten hier sowieso jede Handbreit Boden. Der Wegweiser war als großer Schweiger bekannt. Deshalb wunderte sich der ständig murmelte Brunnen, als er eines Tages seine dumpfe Stimme vernahm. »Ich hab's satt. Nicht genug, dass ich die ganze Zeit an einer Stelle stehen muss, werde ich obendrein noch beleidigt.« »Wer hat dich beleidigt? Wer? Wer denn?« rauschte der Brunnen. »Erzähl es mir, dann wird dir leichter ums Herz. Vertraut mir einer seinen Kummer an, so trägt das Wasser ihn fort.« »Erinnerst du dich an das blaue Auto, das hier vor einer Stunde gehalten hat? In dem Wagen war auch ein Junge. Man gab ihm ein kantenweißes Brot, und er warf ihn in den Staub. Schämte er sich denn nicht vor den Schnittern, die sich im Schweiß ihres Angesichts geplagt haben? Der Acker ließ sogar Körner fallen, er weinte. Dann kam der Junge und hackte mit einem Säbel auf mich ein. Sieh, wie er mich zugerichtet hat!« »Welchen Weg hat das blaue Auto mit dem bösen Jungen eingeschlagen?« »Die Asphaltstraße. Ich habe ihnen den Weg gewiesen. Das ist ja meine Aufgabe, den Menschen den rechten Weg zu zeigen, auch wenn sie undankbar sind.« »Wäre ich hier gewesen, hätte ich nach ihnen gehackt,« plusterte sich ein grauer Feldspatz auf, der zum Brunnen gekommen war, um seinen Schnabel zu netzen. »Wenn du so tapfer bist, dann flieg ihm nach und tu es,« spottete eine pfeilgeschwinde Schwalbe. Sie hatte sich auf dem Wegweiser niedergelassen und zupfte ihr rotes Kopftuch zurecht. »Du wirst wohl sagen, dass ich nicht so geschwind fliehen kann. Hacken werde ich in diesen Lümmel, aber ich weiß ja nicht, wohin sie gefahren sind.« »Ja, es gibt viele Straßen«, meinte die Schwalbe, die nicht gern mit den Sperlingen stritt. »Gibt es an den Kreuzwegen auch andere meinesgleichen?« fragte der Wegweiser. »Oho, und eine ganze Menge. Und sie weisen nach drei, vier Richtungen. Du hast jedoch nur zwei Hände. Und setzt man dir einen durchlöcherten Strohhut auf, ist die Vogelscheuche fertig«, erwiderte der Spatz, denn am meisten hasste er Vogelscheuchen. »An allen Straßen gibt es Wegweiser«, sagte die Schwalbe. »Die Asphaltstraße führt bis ans Meer. Dort, wo sie endet, beginnen die Seestraßen. Schiffe, die in den großen Gewässern eine helle Spur hinterlassen, zeichnen sie ein.« »Gibt es denn im Meer auch Wegweiser?« staunte der Spatz. »Er würde ja sogar im Dorfteich versinken.« »Die Wegweiser des Meeres nennt man Kompasse und Leuchttürme. Wenn unser Schwarm nach dem Süden zieht, findet er den Weg auch nach anderen Zeichen, kleinen Felseninseln oder Häfen.« »Ob die Menschen, wenn sie zum Mond fliegen, auch einen Wegweiser am Ende der Welt aufstellen, damit er ihnen den Rückweg zeigt?« fragte die weise Schildkröte nachdenklich. Sie war zum Brunnen gekrochen und streckte ihren Kopf aus dem Panzer heraus. Sie war das gebildetste unter allen Tieren.
warfen Menschen am Brunnen eine Zeitung fort, schleppte sie sie ins Gebüsch und las sie Seite für Seite. Deshalb wusste sie alles, was sich auf der Erde zutrug. Sie erzählte auch als erste die Kunde, dass die Menschen zum Mond fliegen werden. Natürlich glaubte es keiner, nicht einmal die Vögel. Der Wegweiser wollte sie etwas fragen, aber sie hatte ein Stück Zeitung gefunden und wanderte langsam zum Gestrüpp. Nach diesem Gespräch schwieg der Wegweiser lange, aber er dachte immerzu an die fernen Straßen und zitterte vor Erregung. Bald sausten geschmückte Wagen mit fröhlichen Hochzeitern vorbei. Bald machten sorgenbeladen am Brunnen eine kleine Rast. Der Wegweiser hätte gern gewusst, ob das kranke Mädchen, das in die Stadt gefahren worden war, genesen war. Ob der Radfahrer im gelben Trikot, der die anderen weit hinter sich gelassen hatte, das Rennen siegreich beendete. Alle kommen und gehen, nur ich muss auf einer Stelle stehen. Wie schwer ist doch mein Dienst. Am liebsten würde ich meinen Platz verlassen und mich auf die Reise begeben, brummte er unzufrieden. Geh doch, wenn die starken Winde kommen, sagte das ständig murmelnde Wasser. Es fasste seine Entschlüsse schnell, ohne sich viel zu besinnen. Der Sommer verging. In den Steintrögen schwammen Weinbeeren. Von den Feldern stieg ein feiner Rauch empor. Die Hirtenjungen hatten auf den abgeernteten Feldern Feuer entzündet und rösteten Maiskolben. Eines frühen Morgens kam die Schwalbe angeflogen und ließ sich auf der linken Hand nieder. Dort war ihr Lieblingsplatz. »Ich komme, um dir Lebwohl zu sagen. Der erste Reif ist gefallen. Wir ziehen in die warmen Länder. Unser Schwarm rüstet zu einer langen Reise.« »Grüß meine Brüder, die Leuchttürme, herzlich von mir«, sagte der Wegweiser. »Wenn ich im Frühling zurückkomme, erzähle ich dir von den Leuchttürmen und den Seewegen«, zwitscherte die Schwalbe. »Wie lange wird es nun dauern, bis das Frühjahr wiederkommt? Ich werde Heimweh nach meinem heimatlichen Nest haben.« »Vielleicht werden wir uns nicht wiedersehen«, wollte der Wegweiser sagen, fürchtete aber, die Schwalbe zu kränken. Die Schwalben und Störche und auch die Kraniche waren fortgezogen. Die Sperlinge versteckten sich müde und mürrisch unter den Kürbisblättern, die ihnen bei schlechtem Wetter als Schirm dienten. Schlammpfützen bedeckten den Weg, der zu den Feldern führte. Die Pappeln am Wegrand der Asphaltstraße glichen hohen gelben Kerzen. »Sie kommen, die starken Winde«, sang das Wasser. Der Wegweiser erbebte und dachte, welche Straße soll ich einschlagen, die weiße oder die schwarze? Am besten die schwarze, die führt bis ans Meer. Bald brausten die starken Winde mit ihren großen Schwingen heran. Die Bäume beugten sich ängstlich, als sie in ihren Zweigen heulten. Der Wegweiser versuchte, sich aus dem Boden zu lösen, einmal, zweimal. Aber die Erde hielt ihn fest. Die Winde brausten stärker und er fühlte, wie er wankte. Er neigte sich zur schwarzen Straße, fiel aber sofort kopfüber in den schlammigen Graben. Damit endete seine große Reise in die Welt. Ein Lastwagen kam vorbei. Der Fahrer sah sich um, da aber keinen Wegweiser sah, bog er in die falsche Straße ein. Anderen erging es ebenso. Die Leute fuhren verärgert zurück. Gab es denn keinen Wegweiser hier? Aber der lag schlammverschmutzt im Graben und verging bald vor Kummer und Scham. Am nächsten Tag fand ihn dort ein Straßenwärter, stellte ihn wieder auf und rammte ihn fest in die Erde. Der Wegweiser stand wieder an seinem alten Platz, ein wenig zerschunden, aber klüger geworden. Der Brunnen begrüßte ihn munter. »Du bist ja wieder zurückgekehrt. Wo du auch hingehst, zu Hause ist es doch am besten. Die einen kommen, die anderen gehen. Meine Sache ist es, ihnen den Weg zu zeigen.« Der Wegweiser sagte kein weiteres Wort. Er stand an seinem Platz und lauschte dem Gemurmel des Brunnens.